Trainer Dieter Renner seit März 1990 erstmals wieder in der Rolle des Chefs. Sein Arbeitgeber damals Darmstadt 98. Die besten Wünsche von Kollege Hannes Bongartz, dem sie auch im vierten Bundesliga-Jahr zutrauen, mit Wattenscheid nicht abzusteigen. Sein Spitzname übrigens Muzzle Hannes. Und das mit dem Muzzle, mit dem Glück, müssen sie langsam wieder mal erleben hier in Wattenscheid. Die schwarz-weißen Wattenscheider versuchen also ihrem Trainer den Rücken zu stärken und die Nürnberger wollen ihrem erst einmal ein Rückgrat verschaffen. Wattenscheid mit der ersten Chance. Thorsten Fink, Marco Kurz mit der Rettungstat, fünfte Minute. Auch in der zweiten Wattenscheider Offensivaktion das Duell Marco Kurz gegen den 10 cm kleineren Marek Lesniak. Eckball. Günther Herrmann. Uwe Neuhaus zu klein, Andi Köpke zu sicher, dass hier etwas passieren konnte. Neuhaus bei Ecken meist gefährlich, hier harmlos. Der Sprung in die 27. Minute. Der erste Angriff der total defensiv eingestellten Nürnberger. Marc Oechler nicht schnell genug, Torwart May aufmerksam. Dann der flotte Spielaufbau der Wattenscheider. Er wurde möglich, weil Nürnberg sich erstmals aus der Abwehr gelöst hatte. Karel Kuhler. Günther Herrmann. Suleiman Sahne im Zweikampf mit Kai Friedmann. Das 1:0 für die SG Wattenscheid und der ganz private Torjubel des Sammy Sahne. Kai Friedmann chancenlos im Zweikampf gegen Sahne. Gleiches gilt für den verdutzten Köpke beim dritten Saisontor des Wattenscheiders. Nach dem Führungstor Wattenscheid weiter überlegen. Foul von Nürnbergs Libero Kubik an Thorsten Fink. Wattenscheid hat es eilig. Buckmeier auf Sahne. Sammy Sahne diesmal nicht getroffen. Die Nürnberger ganz zur Freude von Hannes Bongartz nur selten jenseits der Mittellinie. Ganz nach dem Motto, beim 0:1 Rückstand ist noch lange nichts verloren. Hans-Jörg Kriens. Und André Gohlkes Kopfball, obwohl unbedrängt, zu schwach. Beim Gastgeber gefiel noch ein anderer junger Mann in der ersten Hälfte, der 22-jährige Carsten Hutwelker mit der Nummer 2. 22 Meter die Distanz, prima der Schuss. Carsten Hutwelker ist von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, spielte heute zum ersten Mal von Beginn an. Sein Schuss, die letzte Aktion der ersten Hälfte. Halbzeitstand 1:0 für Wattenscheid in einem nicht gerade berauschenden Match. Aber Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel als Filigrantechniker machte Appetit auf mehr. Direkt nach dem Seitenwechsel Nürnbergs Libero Kubik. Fehlpass, Lesniak zu Sahne, für den Manni Schwabel und Kai Friedmann nur Statisten sind. Das 2:0, 30 Sekunden nach dem Wiederanpfiff. Sahnes Vorbild könnte Toni Polster sein. Denn auch Sammy Sahne traf in den letzten drei Auftritten als Torschütze immer gleich zweimal. 2:0 für Wattenscheid in der 46. Minute. Soweit mieser Einstand für Trainer Dieter Renner. Danach aber wurde Nürnberg mutiger. Sergio Zarate, der bisher alle fünf Nürnberger Auswärtstore erzielte, und André Gohlke wieder harmlos. Das Spiel wurde flotter. Wattenscheid mit dem quicklebendigen Sahne und Marek Lesniaks Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Und so sieht sie aus, die Wattenscheider Vorfreude auf den zweiten Heimsieg. Und das schon nach 60 Spielminuten. Eine klare Aufforderung an den Club, sich noch mehr reinzuhängen. André Gohlke lässt zwei Wattenscheider aussteigen. Fink und Lesniak. Dann der Pass in die Mitte, Uwe Neuhaus dazwischen. Eigentor zum Anschlusstreffer. Statt zu klären, macht der Mannschaftskapitän es nochmal spannend. André Gohlke umkurft die Wattenscheider Abwehr und suchte eigentlich Sergio Zarate. Da hinten. Jetzt konnte er sich bei Uwe Neuhaus bedanken. Das Eigentor auch Beweis dafür, dass auswärts nur Zarate erfolgreich ist, wenn nicht jemand anders hilft. Trainer Hannes Bongartz reagierte.
brachte Defensivspieler Jörg Bach, dem wir zu seinem 100. Bundesliga-Einsatz gratulieren. Noch 10 Minuten Spannung. Der eingewechselte Christian Wück, Zweikampfsieger gegen Hutwelker. Hans-Jörg Kriens mit dem Versuch, der ein Versuch blieb. Die 89. Minute. Hutwelker, Lesniak, Foul von Nürnberg. Freistoß wieder schnell ausgeführt. Carsten Wolters setzt ihn nicht, den Schlusspunkt. Es bleibt aber beim 2:1 für Wattenscheid, die übrigens auch beim letzten Sieg im Lohrheide-Stadion gegen Nürnberg feiern durften. Endlich mal wieder Freude beim Marcel Hannes und seinen Jungs. Frank Thomas Sippel aber mit dem traurigsten Mann im Stadion. Ersten Tag als Chef haben Sie sich auch ein bisschen anders vorgestellt, oder? Ja, natürlich habe ich es mir anders vorgestellt. Ich kann eigentlich nur mit der zweiten Halbzeit zufrieden sein. Da hat die Mannschaft mal versucht, Zweikämpfe zu gewinnen und das Spiel zu gewinnen. Die erste Halbzeit, die können wir vergessen. Haben Sie nicht viel zu defensiv angefangen hier in Wattenscheid, gerade in Wattenscheid, die erst ein Spiel gewonnen haben? Nein, wir haben das gar nicht so vorgehabt, aber Wattenscheid hat einfach so aggressiv gespielt und wir haben nicht dagegen gehalten. Na, wenn es denn dann so sein soll, Herr Renner, dann gratulieren wir den aggressiven Wattenscheidern zum zweiten Heimsieg. Und zum